So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Sunday Madness. Ich glaube, das ist jetzt, ich guck mal eben schnell nach, wie viel das jetzt ist hier. Es ist ja schon ein Zeitchen her, dass ich mal wieder Sunday Madness gemacht habe. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Und das ist Episode 10. Abgefahren. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich habe vor ein paar Tagen eigentlich schon das Sunday Madness fertig gehabt, aber irgendwie ist mir die Videodatei abhanden gekommen, deswegen mache ich das eben nochmal schnell nochmal. Weil ich muss gleich weg auf... Ich mache eine kleine Party und deswegen muss man ein bisschen was machen. Deswegen mache ich das alles mal ein bisschen fixer hier. So, und einige Leute ist mein Verband bestimmt aufgefallen. Und die Facebook haben, die wissen, was los ist. Und ich arbeite als Koch, habe mir da einen Finger geschnitten und das ist jetzt doof. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen krank geschrieben. Es tut immer noch höllisch weh, aber naja, was soll man machen. Gut, bevor ich da jetzt mal anfange, ich habe hier einige Grüße zu lesen. Und zwar grüße ich Matze, Regina, Tabea, Daniel und Marie. Schöne Grüße an euch. Ihr seid wohl, wie ich das von dem Michael mitbekommen habe, schon Hardcore-Fans. Also immer schön dranbleiben. Finde ich gut. So, lass mich das ganze große Rumgequatsche. Machen wir sofort weiter mit meinem Retro-Game of the Week. Mein Retro-Game of the Week ist das für das DOS erschienene Game Raptor. Es ist, glaube ich, mein allererstes Overtop-Shooter gewesen, was ich jemals gespielt habe. Und für die ganzen heutige Generation, DOS ist schon recht alt gewesen. Aber das Spiel an sich, ich glaube, ich muss mir das nochmal ziehen, das war super geil. Hier bekommt ihr einige Bilder davon. Meiner Kindheit. Ja, meiner Kindheit. Raptor Call of Shadows erschien am 1. April 1994 für das damalige Betriebssystem MS-DOS. Raptor bietet drei Sektionen: Bravo-Sektor, Tango-Sektor und Outer Regions. Jeder Sektor hat 9 Missionen, die sogenannten Waves. Zählt man alle zusammen, kommt man auf eine Gesamtzahl von... Na, wer hat aufgepasst in der Schule? Richtig, insgesamt 27 Level. Wie sich das für einen ordentlichen Vertikalshooter gehört, kann man sich nach jeder Mission mit neuen Waffen und Upgrades rüsten. Raptor ist ein Spiel, womit ich quasi aufgewachsen bin und bereitet mir heute noch stets große Freude. Also Leute, DOS-Box laden, Raptor laden und los geht's. Viel Spaß damit. So ist mein Lieblingswort. Ich sag immer so, weil ich so lieb. Oh yeah. Machen wir weiter mit meinem Time Waster of the Week. Mein Time Waster of the Week ist kein Spiel, sondern eine Internetseite. Und zwar Playforia.com, damals auch Playray genannt. Auch Playforia, da gibt es jede Menge schöne Spiele, Einzelspielerspiele, Mehrspielerspiele und alles mögliche. Und man kann da halt echt tausend Sachen spielen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig cool, die Seite. Und wenn man halt wirklich Langeweile hat mit seinen Kollegen, kann man da drauf gehen, mal was zusammenzocken, mal Minigolf, Bomberman oder sonst was. Das haben wir gestern Abend gemacht, als ich mein Skype-Event hatte. Dann, als es zu Ende war, da haben wir noch ein bisschen gezockt mit dem Lubo und mit anderen kleinen Pissern. Und ja, auf jeden Fall Playforia. Eine super coole Seite. Wird unten in der Beschreibung sein, der Link. Ich bin da übrigens auch zu finden unter Sparrix, wer hätte das gedacht. Und ja, wenn ihr mal mit mir zocken wollt, schreibt mich einfach an. Ich bin da, glaube ich, jetzt in letzter Zeit mal ein bisschen öfters on. So, okay, weiter geht's mit meinem Comment of the Week. Da ich schon mein Skype-Event erwähnt habe, ging's gestern auch richtig gut ab. Also das Event, das kommt auf jeden Fall noch. Ich muss da noch hören, schneiden und alles Möglichen. Und ich habe mir einen kleinen Witz erlaubt. Und zwar dachte ich mir einfach, wir fluten Matthäus' Channel voll. Und zwar mit Kommentaren wie Fischbrötchen. Und da sind ewig viele Kommentare mit Fischbrötchen drauf. Also wenn ihr noch Lust habt, ihr könnt das meinetwegen gerne weitermachen. Einfach Fischbrötchen auf Matthäus' Channel schreiben. Hier unten ist der Link dazu. Und flutet den Jungen zu, er freut sich darüber. Er hat sich gestern auch sehr gefreut. Okay, und kommen wir nun zu einem meiner Lieblingsstücke in der Musikszene. Und zwar hatte ich vor einiger Zeit auch einen Castlevania Soundtrack. Und zwar war das Vampire Killer bei Castlevania 1. Jetzt habe ich von Castlevania 2 Bloody Tears. Das ist, glaube ich, wohl mit Abstand der einer der bekanntesten Castlevania Soundtracks, auch der coolste meines Erachtens, und das ist ein übelster Ohrwurm. Leider ist Castlevania 2 ein richtig beschissenes Spiel gewesen, aber
damit ihr versteht, warum das Lied so mein Ohrwurm ist, ihr bekommt da jetzt verschiedene Versionen. Einmal das Original und dann eine meiner Lieblings-Remix-Versionen davon. Und ja, viel Spaß damit. Ich habe so und so fetisch, nicht? Ich bin so und so fetisch. So, damit wir auch langsam zum Ende kommen, denke ich, das war's auch. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Lieblingsmusik, Lieblingsspiele, Retro-Game, whatever, schreibt es einfach in die Beschreibung oder in die Comments, weil in die Beschreibung kommt ihr nicht rein. Und ja, ich denke, das war's dann auch für diese Woche. Und ich hoffe, ihr bekommt dann einen schönen Start in die nächste Woche. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Und ja, bis dahin haltet euch senkrecht, meine lieben Abonnenten, Zuhörer, Zuschauer, zu whatever, Zuhälter. Und ja, dann sehen wir uns. Exit. Ja, also bis dahin, euer Sparrix. Ciao.